It all starts with a dead girl. Ever since I was little, I've had this dream. It's the end of summer. A girl is running through the woods. The moon, the scent of pines. And then the gunshot. It always felt so real. The blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened, this scar of a memory. A part of me I could never fully understand. Well, that wasn't the only part. No wonder people used to think I was strange. If they only knew. That day when the phone rang, it was the hardest day of my life. The day I went home to say goodbye to my father. Dress him up for his last journey. Put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. I was almost ready. I just had to find his special tie clip. Aha. Ihr hört mich jetzt wieder? Ich würde gern... Oh Gott. Die Steuerung. Okay, Oktober 99, November 99. Was steht da? Am Freitag, den 5. November. Ich kann es nicht lesen. Ach, guck mal. Ja, lesen. Oktober, der 2. Tag der Schutzengel. Der 3. Begräbnis um 10 Uhr. 4. Ultraschall. 7. Unsere liebe Frau vom Rosenkranz. Der 9. Biopsie. Der 10. Paket an Marianne schicken. 14. Termin beim Neurologen. 16. Begräbnis um 12.30 Uhr. 18. Ultraschall. 22. Termin beim Neurochirurgen.
23. Begräbnis um 9 Uhr, Begräbnis um 11 Uhr. 27. Marianne vom Bahnhof abholen. November, der Allerheiligen am 1., 2. aller Seelen und am 5. Operation. Nein? Wie komme ich denn hier jetzt wieder raus? Okay, cool. Okay, war ihr Vater eventuell... Okay. Die Steuerung mit der Tastatur in der Sichtweise ist echt nicht leicht. Shit. Yeah. Nice to see you too. Eine Katze. Oh Gott, dass sie sich... die Perspektive sich ständig ändert. Jack's room. It's like he never... Damn it. Jack was a humble, religious man. He ran a funeral home, and I'd help out whenever I could. It felt good to be useful. I used to think I'd never fit in, but Jack, he didn't mind my weirdness. He kept telling me I was special. Okay, ihre seltsame Art also. Keep hissing at me. Who do you think's gonna feed you now? Ich würde die Katze gerne streicheln. Weird to be back in my old room. So many memories. Ich mach mal kurz was. Ich glaube fast, dass sich das Ganze mit Controller leichter spielen lässt. Zumindest vermute ich es. Probieren wir es mal. Wenn ich ihn eingesteckt bekomme. So. Oh, viel angenehmer. Definitiv viel angenehmer. So, jetzt machen wir mal noch kurz meine Cam wieder an. Ich lasse aber den Cam-Rahmen weg. So. Seht ihr mich nämlich? Nee, ich habe einen Xbox-Controller für den PC. Den habe ich mir mal gekauft, bevor ich meine PlayStation geholt hatte. Okay, was können wir denn hier angucken? Da drüben ist ein Bild. Kids from the orphanage. Not all of them had my luck. That's why I kept coming back. To play, to take care of them, to listen. That was the least I could do. Echt liebes Mädchen, ne? Spirits. There was a time I'd try to run from them, to ignore their calls. Matthew was the first one I helped pass on. Okay. Da schon mit Geistern zu tun gehabt. Oh Mann. Ich hab's heute wieder mit meiner Aussprache. I used to get a lot of these. To me, they were like trophies. Badges of honor for doing the right thing. Jack wasn't too amused, but he did his best to cover for me. I kind of feel bad for making him go through all that. Dann lesen wir das mal.
Sehr geehrter Mr. Orkan, wir müssten Sie bitten, am nächsten Elternabend teilzunehmen, da wir mit Ihnen den Vorfall vom vergangenen Donnerstag besprechen möchten. Um es zusammenzufassen, Marianne überbrachte einem der Schüler eine Nachricht von seinem kürzlich verstorbenen Großmutter. Wir verstehen, dass es Mariannes Art war, ihren Mitschüler zu trösten, aber ihnen ist sicher bewusst, dass dieses Verhalten, gelinde gesagt, unangemessen ist. Da dies nicht das erste Verhaltensproblem ist, über das wir sie informieren mussten, halten wir es für dringend notwendig, persönlich mit ihnen über Mariannes Zukunft in unserer Schule zu sprechen. Die Direktorin der Grundschule Nummer 7, Sophia Kania. Was schreibst du? Gut, war für mich oft verwirrend mit PS-Controller. Gestern spielt ja sonst kein Spiel mit Controller am PC. Für mein Spiel lag nur die Maus. Ja, es ist halt, ich habe jetzt einfach die Tastaturkombination ist für die Ansicht, die wir oldest family heirloom. As a kid, I'd show this to people just to freak them out. I'd usually say something like, pretty sick, huh? I was such a dork. Es gibt einfach Spiele, da macht's mit Controller einfach mehr Sinn. Zum Beispiel Stardew Valley, viel angenehmer mit Controller. Genauso Graveyard Keeper, das hier jetzt. Es gibt einfach einige, wo Controller viel angenehmer ist. Aufnahmekarte für die Intensivstation. Allgemeine Informationen. Vorname Marianne, Nachname nichts. Alter 3 Jahre, Geschlecht weiblich. Erst die Diagnose. Verbrennungen zweiten Grades, die 35% der gesamten Körperoberfläche, Rumpf und obere Gliedmaßen bedecken. Verdacht auf Inhalationsverletzung. Pflege und Stabilisierung. Erste Wundabdeckungen, Atmungsunterstützung eingeleitet. Verabreichung von Trinklösung eingeleitet. Schmerzlinderung eingeleitet. Die Patientin wird Sauerstoff mit hohem Durchfluss verabreicht, bis eine Kohlenmonoxidvergiftung ausgeschlossen werden kann. Okay. Ist auch keine Seltenheit für sie im Krankenhaus gewesen zu sein. Ich will gucken, ob wir hier noch was haben. Aber die Ecke hier dürfen wir uns wohl nicht anschauen. Sonst haben wir keinen Punkt mehr hier drin, ne? So, dann gucken wir noch hier. So eine typische Albachende Wohnung. Ach, die war erst hier. Right. The tie clip. Pull yourself together, Marianne. Jack's tie clip. I need to find it. Ach so, das ist die Wohnungstüre, also. Das typische Uraltbad, hey. Mhm. Ja. Interesting. 1984. Das Bild ist creepy. Wirklich creepy. Boah. Man merkt schon, dass es ein Horrorgame ist. Okay. Die Steuerung ist trotzdem noch ein bisschen unangenehm. Klar, ich leg den Schlüssel als Futter rein. Macht jeder so, oder? Looks nourishing.
Oh, wir können sogar Sachen kombinieren. Das wird komplex. Here you go. What's your face? Glad to see you're still kicking around. Zeitung. Symbolic funeral of the Sierra Mine. Das symbolische Begräbnis des Bergwerks Sierra. Die Bergleute aus dem Bergwerk Sierra kamen heute wie üblich zur Arbeit, aber statt Taschenlampen und Spitzhacken trugen sie einen schwarzen Sarg mit brennenden Kerzen, ein Symbol für den Untergang ihrer Firma. Dies ist nicht der Tod unserer Mine, skandieren die Mitglieder des Bergwerks Rettungskomitees von Sierra. Unsere Arbeit wird nicht begraben werden. Der Sarg ist für das Kohleunternehmen Vistula, fügen sie hinzu. Die Bergleute haben außerdem angekündigt, dass sie morgen wie gewohnt zur Arbeit kommen werden. Sie weigern sich zu akzeptieren, dass das Bergwerk Sierra aufgelöst wurde. In der Zwischenzeit protestieren ihre Kollegen weiter vor dem Hauptsitz des Unternehmens in Tschichi? Ich weiß nicht, wie ich das aussprechen soll. Indem sie vor dem Eingang eine symbolische Mauer hochziehen. Jeden Tag wird eine weitere Steinschicht verlegt. Bis zur Decke bleiben noch 5 Schichten. Die neue Mission der NATO, für Stabilität in einer Welt nach dem Kalten Krieg zu sorgen. Heute hielt der Präsident Bill Clinton eine wichtige außenpolitische Rede zum Gedanken an den Fall der Berliner Mauer. Der Präsident sprach über die Fortschritte, die wir bei der Stärkung der Demokratie in Mittel- und Osteuropa erzielt haben, und über die Herausforderungen, die noch vor uns liegen. Der Präsident betonte außerdem, dass die Führung und das Engagement seines Landes für die friedliche Umgestaltung Europas entscheidend waren. Präsident Clintons Vision von einem ungeteilten, demokratischen und friedlichen Europa wurde durch einen wichtigen Meilenstein noch gefördert. Durch die Erweiterung der NATO Anfang dieses Jahres um Polen, Ungarn und die Tschechische Republik haben Präsident Clinton und die anderen führenden Politiker der NATO diese neuen Demokraten und das Bündnis gestärkt und ihren Beitrag zur Sicherheit und Stabilität Europas gewährleistet. Schön. Ist auch überhaupt nicht viel zu lesen. Die Katze scheint satt zu sein. Da haben wir ja gleich mal. I can't believe it's all still here. Oh, Jack. Wie man Fotos entwickelt. Foto für 5 Sekunden belichten, für 3 Sekunden in Multigrade tauchen, für 3 Sekunden in Stoppbad tauchen, für 3 Sekunden in Fixermittel tauchen. Ach Gott. Oha. Oh. I guess I forgot about this one. I can do it now. Okay. Okay. Für 5 Sekunden belichten. Was ist das? Also wahrscheinlich in der Reihenfolge. 1, 2, 3, 4. Oh je. Ich habe noch nie ein Bild gemacht.
keine Ahnung, wie ich es richtig mache. Okay. Okay. Ist es passiert was? It was the last photo I took of you, Jack. Oh. Shit. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Aber wir haben diese Klammer immer noch nicht. Aber schon cool. So ein Bild entwickeln finde ich schon unglaublich cool.